zu Wort ist der Club beim Waldhäusl. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen des Landtages, der Grund dieses Antrages ist jener, dass leider Gottes nicht nur die täglichen Medienberichte uns recht geben, sondern auch die aktuelle Kriminalstatistik eine gestiegene Anzahl bei Sexualdelikten im Jahr 2016 auf 268 Fälle und bei Vergewaltigungen auf 131 Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Und jetzt kann und muss man darüber nachdenken, wie geht man tatsächlich mit jenen Menschen um, die bei uns zu Gast sind, denen wir Schutz geben, ob sie es ausnützen oder nicht, und sich dann an Frauen und Mädchen vergreifen. Und wir sind einmal grundsätzlich der Meinung, dass generell jeder, der hier bei uns ist und noch immer nicht weiß, wenn man Gast ist, vergreift man sich nicht an Mädchen oder Frauen oder Burschen, wie auch immer, dann haben sie ihr Recht auf Schutz und Hilfe verwirkt. Dann sollte, wie in unserem Rechtsstaat vorgesehen, es zur behördlichen Verurteilung kommen, aber dann möchten wir nicht, dass wir den dann noch jahrelang durchfüttern, sondern der ist den Behörden in seinem Heimatstaat zu übergeben, egal mit welchen Strafen dort diese grausliche Tat auch belegt wird. Und er hat für immer lebenslang ein Einreiseverbot nach Österreich. Und jetzt kann man darüber diskutieren, wie viele sagen, na ja, aber wie schaut das in der Praxis aus? Gut, ich gebe euch jetzt ein Beispiel aus der Praxis. 90% der sexuellen Übergriffe werden auf freien Fuß angezeigt und es kommt zu bedingten Strafen. Bei 90%, das heißt 90% unserer Frauen, unserer Jugendlichen werden begrapscht, werden sexuell belästigt. Diese grauslichen Triebtäter werden aber nicht eingesperrt, werden auch nicht heimgeschickt, sondern befinden sich weiterhin bei uns und genießen Schutz und Hilfe. Und da sind wir nicht dabei, auch nicht, liebe Kollegen der SPÖ, weil ihr da so meint, um Gottes Willen, wie kann man denn da so grauslich sein? Jemand, der sich an unsere Kinder, an den Frauen vergreift, hat hier kein Recht mehr zu leben. Und lebenslanges Einreiseverbot, da kann man natürlich auch nur wieder exekutieren, wenn man die Grenzen dementsprechend so kontrolliert, dass man weiß, wer hereinkommt. Und ich glaube, das ist genau der Zugang, um das, was geht. Aber bitte immer bedenken, 90% werden auf freien Fuß angezeigt. Bis dann unsere Gerichte handeln und arbeiten, gibt es einen Übergriff nach dem anderen. Und dann gibt es halt die Politik, so wie von den Grünen und von der SPÖ, die dann sagen, naja, wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Doch, jede, wie auch immer durchgeführte sexuelle Handlung an unsere Mitmenschen haben wir nicht zu dulden. Und ich will und möchte diese Menschen da nicht mehr in unserem Land haben. Zu Wort ist der Abgeordnete Dr. Siedl. Sehr geehrter Herr Präsident, Hoher Landtag, der zunächst vorliegende Antrag über die Abschiebung von ausländischen Sexualstraftätern ist in Wirklichkeit